Das von der Firma Schering und dem Land Berlin 1983 gegründete Genzentrum steht kurz vor seiner Einweihung. Es ist das vierte und letzte der für die BRD geplanten Genzentren, durch die sich deutsche Industrie und Politik ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Technologieweltmarkt sichern wollen. Die Finanzierung des Berliner Genzentrums wird zur Hälfte von der Firma Schering, zur Hälfte vom Land Berlin getragen. Das Institut soll Grundlagenforschung und Manipulation auf der Ebene von Pflanzen, Zellen und Molekülen betreiben. Schering hat das Recht, alle wirtschaftlich verwertbaren Ergebnisse, die bei der Forschung für die Bereiche Pflanzenschutz oder Arzneimittel herauskommen, zu vermarkten. Thematisch wurde der Forschungsschwerpunkt dem Konzerninteresse angepasst. Dieses Interesse trug noch nie zur Abschaffung von Hunger oder Elend in der Welt bei, sondern hat diese Probleme gerade erst verursacht. Ihre angebliche Lösung mit Hilfe der Biotechnologie soll nun den Verursachern wiederum Nutzen und Profit bringen, wie es sich am Beispiel des Einsatzes von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln der Chemie- und Saatgutkonzerne in den Ländern der sogenannten Dritten Welt gezeigt hat. Gentechnologie ist eine Herrschaftstechnologie an und für sich. Alle ihre Facetten tragen Herrschaft bzw. Unterdrückung in sich, denn dazu werden sie überhaupt entwickelt. Wir denken, dass die Gentechnologie in ihrer Gesamtheit bekämpft werden muss. Ausdruck unserer radikalen Ablehnung ist der Sprengstoffanschlag am 17.10. auf das Genzentrum Berlin. Die Hoffnung auf eine grundsätzliche Umkehr in dieser Wissenschafts- und Technologiepolitik, die natürlich auch irgendwie als gesellschaftspolitisch dimensioniert angesehen worden ist, dass man da hingeht und sagt, es muss irgendwie Möglichkeiten der sozusagen des politischen Engagements geben, ja, um diesen technologisch-wissenschaftlichen Selbstläufer aufzuhalten. Ne? Das kann dann aber ja zu unterschiedlichen Entscheidungen und Konsequenzen führen. Also die einen Frauen machen irgendwie in Wissenschaft und die nächsten gehen unter Umständen in irgendeine Gruppe und versuchen Veranstaltungen zu machen und die übernächsten besetzen ein Feld und die überübernächsten machen noch was anderes. Ja? Warum die Einzelne dies und das macht, das muss man dann wirklich die Einzelne fragen. Der Grund, warum sich die Frauen der Roten Zora zum militanten Widerstand gegen das System entschieden haben, war, dass damals die Einschätzung der politischen Situation so lautete, dass die Gewaltverhältnisse legal sind und dass die Unterdrückung erst durch Widerstand sichtbar wird. Weil wir Feministinnen waren und die gesellschaftliche Ignoranz gegenüber diesen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr ertragen konnten und diese Ignoranz nicht mehr weiter dulden wollten. Oder, viel besser, kann ich das aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart gegen mich zitieren. Ich wurde am 19.06.1998 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt. Da hieß es in dem Urteil, die Rote Zora versteht sich als sozialrevolutionäre feministische Befreiungsbewegung. Durch radikalen militanten Widerstand wollte sie jegliche Unterdrückung beseitigen, sei sie frauenspezifisch oder allgemein. Sie verstand Gewalt gegen Frauen nicht als Ausnahme, sondern durchgängiges Herrschaftsprinzip. Deshalb verband sie den Kampf gegen das Patriarchat und gegen sexistische Gewalt mit dem Kampf gegen gesellschaftliche Gewaltverhältnisse und gegen das Gesellschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland. Dabei ging es ihr nicht darum, eigene Macht zu erlangen, sondern fremde Macht zu begrenzen und letztlich eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu verwirklichen. Im Juni 1984 war in der Zeitschrift Emma ein Interview mit zwei Frauen der Roten Zora erschienen, die dazu Folgendes sagen. Der legale Weg ist nicht ausreichend, denn die gewöhnlichen Unterdrückungsformen sind ja die Legalität. Ehemänner, die ihre Frauen schlagen, Frauenhändler, die unsere Schwestern aus der dritten Welt an deutsche Biedermänner als Ehefrauen verkaufen, gesundheitsschädliche Arbeiten, die Frauen verrichten müssen, das ist alles legal. Das sind alles Gewaltverhältnisse, die nicht allein dadurch abzuschaffen sind, dass wir sie anprangern. Der Normalzustand, die Legalität, hängt damit zusammen, dass es wenig militanten Widerstand gibt. Unterdrückung wird erst sichtbar durch Widerstand. Deswegen sabotieren wir, fügen wir Schaden zu, rächen uns für erfahrene Gewalt und Erniedrigung, indem wir die Verantwortlichen angreifen
Und an anderer Stelle in diesem Interview heißt es, unser Traum ist, dass es überall kleine Frauenbanden gibt. In jeder Stadt ein Vergewaltiger, ein Frauenhändler, ein prügelnder Ehemann, ein frauenfeindlicher Zeitungsverleger, ein Pornohändler und so weiter damit rechnen müssen, dass eine Bande von Frauen ihn aufspürt, ihn angreift, ihn öffentlich bekannt und lächerlich macht. Also das Praktische von Seiten des Staates dieser Konstruktion einer terroristischen Vereinigung nach § 229a bewirkt ja, dass auch das Umfeld oder das zum Umfeld erklärte politische Diskussions- oder Bewegungsumfeld, ja, dass das gleich mit verfolgt werden konnte. Weil es ja letztlich in Anführungszeichen nicht um die Tat, sondern um die Organisierung ging. An einem bestimmten Thema oder verschiedenen Themen entlang. Und dieses Bild, dass es eine Gruppe gab, hat ermöglicht, dass es eine Verfolgung einer ganzen Bewegung gegeben hat. Bezogen auf die Gruppe, die sozusagen in der ich tätig war und die in den Strudel dieser Ermittlungen geraten ist. Wir waren ja eine Gruppe, die sich seit Jahren kritisch mit dem Thema Gen- und Fortpflanzungsmedizin auseinandergesetzt hat, die auch bestimmte Positionen, nämlich die einer grundsätzlichen Ablehnung, propagierte in Wort und Schrift und auch in Form von Diskussionen und Veranstaltungen. Und über diese Aktivitäten sind wir auch in diese Ermittlungsarbeit des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft geraten. Und das ist ein konkretes Beispiel dafür, wie politische Gruppen, politische Meinungen, ja, und wir haben uns als Teil irgendwie einer auch frauenbewegten Opposition verstanden, wie wir über diese 129a-Konstruktion auch kriminalisiert worden sind. Die Gruppe hieß Genarchiv oder heißt Genarchiv. Wir haben seit Mitte der 80er Jahre zu diesen Themen Gen- und Fortpflanzungsmedizin gearbeitet. Wir hatten ein kleines Büro und ein Archiv und neben dem Büro gab es oder gibt es auch noch eine Arztpraxis und es gab eben verschiedene Frauen, die diese Gruppe bildeten. Und es gab Hausdurchsuchungen sowohl bei den Frauen zu Hause als auch in der Arztpraxis, als auch in dem Büro selber. Und es wurden unendlich viel Materialien konfisziert, insbesondere Papier. Das war auch, also im Nachhinein ist es recht lustig, ja, wie jeder einzelne Artikel vom Deutschen Ärzteblatt zum Beispiel in eine Hülle gesteckt worden ist mit einer Asservatennummer, mit dem konfiszierenden Beamten und dessen Registriernummer versehen wurde. Und das waren ungefähr 20.000 Blatt Papier, die da fein säuberlich registriert wurden. Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der terroristischen Rote Armee-Fraktion sind nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gestern in Düsseldorf zwei Personen festgenommen worden, ein Mann und eine Frau. Beide befinden sich, wie erst heute mitgeteilt wurde, in Untersuchungshaft. Unabhängig von diesem Fahndungserfolg richtete sich gestern eine Razzia der Polizei
gegen die revolutionären Zellen und deren feministische Gruppe Rote Zora. Bei dieser lang geplanten bundesweiten Großrazzia der Polizei, vor allem in Hamburg und im Ruhrgebiet, waren über 300 Beamte des Bundeskriminalamtes und der jeweils örtlichen Polizeidienststellen im Einsatz. 33 Wohnungen und Arbeitsplätze mutmaßlicher Mitglieder oder Unterstützer der terroristischen Vereinigung Revolutionäre Zellen und Rote Zora wurden durchsucht. In Hamburg eine Frau festgenommen. In Bochum hatte man einen Durchsuchungsbeschluss für den Arbeitsplatz einer Mitarbeiterin der Tageszeitung. Da die gesuchte Person nicht anwesend war, die Aktion aber bundesweit lief, verschaffte man sich den Zutritt. Dabei wurde möglicherweise auch eine Tür eingetreten. Sichergestellt wurden bei den Aktionen Schriftmaterial, aber auch elektronische Bauteile und andere Gegenstände, so die Bundesanwaltschaft, die für die Herstellung selbstgebastelter Bomben verwendet werden können. Kurz nach diesen Hausdurchsuchungen hat es eigentlich eine Welle sowohl von Interesse an diesem Thema, gepaart mit, sage ich mal, der Attraktivität des Illegalen gegeben. Und es hat eigentlich auch eine Solidarisierungswelle gegeben, muss man sagen, bezüglich dieser Kriminalisierungsversuche nach dem 129a. Insofern ist erstmal diese Einschüchterung als Effekt, nicht unbedingt als Absicht, wie ich vorhin gesagt habe, nicht eingetreten, sondern es hat zu einem enormen Interesse am Thema geführt, wo wir auch als Gruppe, also als Genarchiv versucht haben, irgendwie dieses Interesse aufrechtzuerhalten. Karlsruhe. Erste Einzelheiten zu den Festnahmen der letzten Tage hat heute die Bundesanwaltschaft bekannt gegeben. Wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wurden die 37-jährige Ursula Penselin und die 36-jährige Österreicherin Ingrid Strobel festgenommen. Ingrid Strobel wird vorgeworfen, Mitglied der terroristischen revolutionären Zellen zu sein, die zahlreiche Sprengstoffattentate begangen hat. Strobel wird konkret verdächtigt, an einem Anschlag auf das Kölner Lufthansa-Büro im Oktober 1986 mitgewirkt zu haben. Als Indiz dient ein am Tatort vorgefundener, zu einem Zeitzünder umgebauter Wecker. Nachdem alle von den revolutionären Zellen verübten Anschläge mit Hilfe des gleichen Weckers durchgeführt worden waren, hatte das Bundeskriminalamt in Köln sämtliche Bestände aufgekauft und mit Kennziffern versehen. Die Geschäfte wurden mit Videokameras überwacht, Strobel wurde beim Kauf des Weckers gefilmt. Sie sagt, den Wecker nur für einen Bekannten gekauft zu haben, dessen Namen sie nicht nennen will. Aus politischer Moral, wie sie sagt. Eine andere Reaktionsform war, dass durch die Repressionswelle, durch die Durchsuchungen und teilweise auch Festnahmen und die ganze Kampagne, die losgetreten wurde, sich sehr viele Leute zusammengefunden haben und viel enger zusammengefunden haben als ohne diesen Anlass. Damals wurde im Ruhrgebiet die Kampagne gegründet und durchgezogen. Anna und Anton halten das Maul. Da ging es darum, dass keine Hinweise auf die gesuchten Leute gegeben wurden. Anna und Anton waren im Grunde Freunde und Bekannte. Das war das Umfeld von den Gesuchten. Die wurden von den Ermittlungsbehörden vorgeladen und sollten Auskünfte geben, die dazu führen sollten, die Leute festzunehmen. Hat aber nicht geklappt, weil Anna und Anton waren eine spitzenmäßige Aktion. Die haben wirklich alle das Maul gehalten. Die haben sich auch gegenseitig unglaublich gut bestärkt und gestützt. Und über diese breit angelegte Ermittlungskampagne, wo wirklich versucht wurde, die Leute weich zu klopfen, ist überhaupt nichts rausgekommen. Es gab keine Verräter und im Gegenteil, die Leute auch, die eigentlich grundunpolitisch waren und sich für überhaupt nichts interessiert haben, außer für ihre eigene Familie, wurden auf einmal politisiert und diskutierten über ganz andere Sachen, die über das noch hinausgingen, was eigentlich Ermittlungsinteresse der Behörden war. Und insofern kann man sagen, die Repressionswelle hatte auch einen politisierenden Effekt für eine bestimmte Anzahl von Leuten, für eine bestimmte Gruppe von Leuten, während andere halt verschreckt wurden und sich total zurückgezogen haben.
Das Leben ist eine Frau und ihre Augen mal zornig, mal heiter. Sie nimmt sich die Waffe, die ihr passt, und sagt dir, der Kampf geht weiter. Ja, die Rote Zora hat immer sehr darauf geachtet, dass keine Menschen verletzt wurden, dass auch keine Menschen gefährdet wurden. Es ging um Denkanstöße, es ging um Sachschäden. Es gab überhaupt niemanden, der auch nur einen Schaden, eine Verletzung von einem Menschen in Kauf genommen hätte. Keine wäre dafür gewesen, keine hätte sich mit dem gefügt, wenn sowas in die Diskussion geraten wäre. Aber das menschliche Leben ist uns allen viel zu viel wert. Das wäre eine andere Politik gewesen. Diese Politik hätte keine von uns gewollt. Eine Politik, wo unschuldige Opfer werden, das haben wir absolut ausgeschlossen, sowas wollten wir nicht. Und drum hat sich die Rote Zora auch immer sehr bemüht, keine Opfer in Kauf zu nehmen, oder hat keine Opfer in Kauf genommen und hat sich sehr bemüht, die Aktion so zu machen, dass niemand gefährdet oder verletzt wurde. Fassen Sie noch mal zusammen, was Interpol über diese Gruppe weiß. Ein wilder Haufen von Fanatikern, der sich auf die Befreiung der Dritten Welt beruft, finanziell hervorragend ausgestattet. In ihrem Kampf gegen den Kapitalismus ist ihnen bisher jegliches Mittel recht gewesen. Am 18.12.1987 gab es eine Hausdurchsuchungswelle und das ging gegen RZ und Rote Zora. Und ich habe das mitgekriegt, dass nach mir gesucht wurde, und bin dann abgehauen, bin dann verschwunden. Und bin 8 Jahre lang illegal im Ausland gewesen. 8 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit, und ich habe dann einfach genug gehabt. Ich habe dann auch befürchtet, auch den Anschluss hier in Deutschland nicht mehr wiederzukriegen. Ich wollte auch meine Freunde wiedersehen. Ich wollte wieder normal leben, ganz normal leben. Und habe mich deswegen den Behörden gestellt. Und dann ist der Prozess gegen mich erst 2 Jahre später eröffnet worden. Und das war ein ziemlich langer Zeitraum, das war ziemlich lang. Eine ehemalige Mitarbeiterin der TAZ, der Tageszeitung in Berlin, ist wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 1,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Stuttgart war die Frau Mitglied der linksextremen Terrorgruppe Rote Zora. Seit 1987 werden der Gruppe 22 Anschläge zugeschrieben, bei denen zum Teil großer Sachschaden entstand. Corinna Cavatas, hier im roten Kostüm, hielt sich 8 Jahre lang im Ausland versteckt, bevor sie sich 1995 freiwillig stellte. Bis 1987 hatte die Journalistin zahlreiche Artikel in der linksalternativen Tageszeitung veröffentlicht. Sie schrieb sogar 2 Kriminalromane, die das Gericht aufmerksam gelesen hat. Der RZ-Ideologie in dem Roman Zora Zobel findet die Leiche. Im Februar 1984 veröffentlichte die Angeschuldigte im Verlag 2001 den Roman Zora Zobel findet die Leiche, der bis November 1986 eine Gesamtauflage von 24.000 Exemplaren erreichte. Er dokumentiert profunde Kenntnisse über Ideologie, Strategie und Themen der RZ und belegt, dass die Angeschuldigte bereits 1983-84 über ein geschlossenes Weltbild verfügte, das auf gesellschaftspolitischen, mit denen der RZ übereinstimmenden Vorstellungen gründet. Faschismus, Imperialismus, Kapitalismus und parlamentarische Demokratie als Syndrom, das allem gesellschaftlichen Übel zugrunde liegt und das mit Gewalt bekämpft werden muss. Und besonders interessant ist hier ein Zitat aus dem Roman. Sie haben ihn alle gelesen. Das zeigt sich hier dran. Dieses neue Bewusstsein lebt die Romanheldin Zora Zobel vor. Sie billigt nicht nur Verstöße gegen gesellschaftliche und strafrechtliche Normen, Hausbesetzungen, räuberischen Diebstahl, Anschläge, sondern begeht auch selbst Straftaten. Diebstahl, Hehlerei, Betrug, Schwarzfahren, Drogenbesitz, Strafvereitelung. Das ist ein Kriminalroman. Das sind Momente aus einem Kriminalroman. Und dass das in eine Anklageschrift reinläuft, das war schon wirklich besonders. Corinna Cavatas ist die bisher einzige Frau, die wegen der sogenannten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, nämlich in der Roten Zora, verurteilt wurde. Andere Frauen der Roten Zora, die bis heute gesucht werden, halten sich unter einer neuen Identität im Ausland auf.
Ende 1999 und 2000 kam es wieder zu Großrazzien und Festnahmen von Personen in Deutschland wegen der angeblichen Mitgliedschaft bei den revolutionären Zellen und der Roten Zora. Obwohl es in Deutschland kaum mehr Ansätze einer linken militanten Widerstandspraxis gibt und ein Großteil der Delikte bereits verjährt ist, ermittelt die Bundesanwaltschaft offensichtlich unverdrossen weiter. Der Kampf der Roten Zora und der revolutionären Zellen wurde um die Herzen und Köpfe der Menschen geführt. Die RAF sah sich als Stoßtrupp der Dritten Welt und hat den Imperialismus im eigenen Land bekämpft. RZ und Rote Zora haben für eine sozialrevolutionäre Perspektive in der BRD gekämpft. Wir haben geglaubt, dass gesellschaftliche Veränderungen hier möglich sind. Die Anschläge, die verursachten Sachschäden, bei denen sehr darauf geachtet wurde, dass niemals Menschen in Gefahr gerieten, waren das Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen. Oder, wie es damals beispielsweise hieß, Einzelne bestrafen, um viele zu verunsichern. Es war eine Widerstandsform, die der Zeit angepasst war. RZ und Rote Zora haben auch niederschwellige Aktionsformen propagiert, also die Widerstandskultur auf allen Ebenen. Dazu gehörte das Parolensprühen, das Zukleben von Türen von Sexshops, Kinoleinwände mit Farbbeuteln bewerfen und viele andere Sachen. Die Guerilla-Aktionen waren nur mit einer höheren Organisationsform möglich und hatten größere Ziele. In dieser Zeit wurde viel mehr politisch diskutiert. Viele Leute trafen sich abends zu Politdiskussionskreisen und Zirkeln. Der Kampf gegen die AKWs beispielsweise bezog weite Teile der Bevölkerung ein und diese Auseinandersetzung wurde nicht wie heute einer Regierungspartei überlassen, die Grünen in Deutschland. Zurück zur Frage. Bei den Anschlägen der Rechtsradikalen heutzutage im neuen Jahrtausend ist das Kalkül, mit den Opfern über Angst und Schrecken Politik zu machen. Daher denke ich, Sprengstoff- oder Brandanschläge würden heute ganz anders verstanden und könnten nicht mehr die Idee transportieren, den Denkanstoß, um den es damals eigentlich gegangen ist. Das, was heute geschieht, meine ich, ist eine unglaubliche Engführung der Diskussion, also im Sinne der Politik des gesprochenen Worts. Da wird eine ganz klare Trennung gemacht und da werden sozusagen neue Abgrenzungen gefunden. Und die Abgrenzung, die läuft heute weniger entlang irgendwie dieses Modells Terrorismus, sondern mehr des Modells Fundamentalismus. Ja? Und mit bestimmten Positionen, die nicht mehr als diskursfähig und politikrelevant gelten, in der Öffentlichkeit aufzutreten, das wird heute schon ausgegrenzt auf der Ebene sozusagen der Sprache. Und das war damals nicht so. Also damals war sozusagen in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen die grundsätzliche Ablehnung nicht etwas, was ausgrenzend war. Hat unheimlich viel oder wurde viel polarisiert genau an dem Punkt der militanten Widerstandsform. Und also sozusagen, da entsteht dann so eine Art von Fraktionierung, die aber dann wenig irgendwie mit einer Frage zu tun hat, aus welchem Grunde und mit welchen politischen Argumenten und Einstellungen, ja, bin ich eigentlich gegen diese Entwicklung von Gentechnologie, Reproduktion, reproduktivem Sektor, der sich da auftut? Ja? Es wurde unheimlich viel, und ich finde das fast oberflächlich, ja? Unheimlich viel an der Frage der Aktionsform polarisiert und daran entschied sich, wer sich radikal nennt oder inszeniert und wer das nicht tut. Und da bin ich mittlerweile der Meinung, es ist auch eine Frage der Argumente, die radikal sind und nicht radikal. Und es dürfte sich oder sollte sich nicht so viel an der Frage der Aktionsform polarisieren. Also da bin ich eigentlich keine Freundin von dieser einfachen Gegenüberstellung von radikal gleich militant und nicht radikal gleich nur sprechen, irgendwie nur aufklären und nur analysieren. Ja, das ist eine Gegenüberstellung, die
die einfach nicht stimmt und die heute, wo unglaublich viel über Technologie geredet wird und die Notwendigkeit technologischer Entwicklung und Standortargumente. Da reicht es eben auch nicht aus, irgendwie nur dagegen zu sein, sondern da ist die Frage, mit welchem Argument sind wir eigentlich dagegen? Ja? Ist das ein politisches Argument oder ist es eins, was in den berühmten Bereich der Ethik fällt, was sich auf Wesenheiten, auf Menschenwürde oder andere große Begriffe bezieht? Oder wird dieses Feld der Technologie auch noch als ein gesellschaftspolitisches Feld mit entsprechenden Wirkungen, ja, angesehen oder nicht? Das fände ich, wären die wichtigen Diskussionen, die heute geführt werden müssten. Und dieses Feld der Technologiepolitik wird einfach viel zu wenig als politisches Feld begriffen. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der Turm steigt höher!